Na toll. Schön nah an die dran kommt. Und wenn man sich nur um einen kümmert, geht's ja. Oh, komm. Komm, lass sein. Kommt schon wieder die nächsten Affen. Oh, nö. Weg, weg, weg. Mal weg da. Na also. Ah. Wer schießt denn da? Mann, ey, was denn hier los? Nun weich doch mal aus. Na, immerhin habe ich es bis jetzt so weit geschafft. Aber auch ein Kram hier. Kann ich noch was bauen hier? Was ein Scheiß. Ganz schöne Aggro-Typen. Mit deren Rüstung ist es so hartnäckig. So. Nehmen wir auch nochmal mit. Ja. Komme ich da irgendwie rüber? Wie komme ich denn da weiter? Ich muss hier irgendwie rüber. Gibt es da eine Treppe? Ja. Ja klar, hier, hab ich ja, hier sind die ja gerade hergekommen. Oh nein, 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 nein. Komm, ein Kopfschuss. Oh Mann. Natürlich liegt hier auch noch was.
Was die hier immer alles liegen lassen. Okay. Ja. Gut. Wow. Oh, okay. Aber ich kann so schlecht zielen immer, den Controller. Jawohl. Wer kommt jetzt noch? Was ist das für ein blaues Feuer die ganze Zeit hier? Das ist scheiße. Ist das gut? Eigentlich müsste es für sie selber ja auch giftig sein, ne? Oh oh. Komm, schieß! Ah. Warum klappt denn das nicht? Nichts von meinen Fallen klappt immer. Irgendwie zieht sie keinen. Ob mit RB oder RT. Check das nicht. Ich hatte doch genug. So, das dachte ich eigentlich, dass ich das noch schnell hingekriegt habe zu nehmen. Aber im Eifer des Gefechts. Ich glaube, sie geht auch manchmal an diese Kisten nicht ran. Wenn sie halt gerade voll im Kampf ist. Das macht sie dann nicht immer. So, weil sie sich dann halt quasi um Wichtigeres kümmern muss. Was ich aber ganz klug durchdacht finde. So ist nicht. Karte aktualisiert. Warum? Warum? Mal gucken, was wir hier jetzt eigentlich alles übersehen haben, ne? Wenigstens jetzt mal hier Ruhe. Ja. Okay. Ja, ich wollte... Genau. Voll. Ach, guck mal, hier sieht man jetzt sogar... Entzieht sie keinen? Warum nicht? Das ist doch ein normaler Pfeil. Was sind null? Kann ich keine herstellen? Doch. Ach, okay. Ja, ich stelle hier immer die normalen her, statt die anderen. Oh, blöd. Das hätte ich natürlich schon längst mal machen können. Das mache ich nämlich mit RB und ich mache die ganze Zeit die normalen Pfeile und wundere mich schon so lange immer, warum ich, wenn da steht voll, sie keine zieht, weil das ja heißt, sie hat keine. Jetzt ralle ich es wieder mal erst. Ja, oh, schöne Granatpfeile. Das hätten wir das so gut gebrauchen können. Na gut, okay. Man lernt ja nie aus. Obwohl ich schon so viele Parts jetzt gespielt habe, ist es immer irgendwie noch eine Gewöhnungssache. Ich glaube, wenn ich das Spiel ein ganzes zweites Mal spiele, dann fühle ich mich so langsam so, dass ich den Dreh mit allem raus habe. Aber so ist es, ja. Guck mal, dann kann man hier so schön abhauen. Warum merke ich das immer erst im Nachhinein? Ich weiß es nicht. Willst du das noch mitnehmen? Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht tausend Sachen übersehen. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde,
fürchte ich um meine Entschlossenheit. Feuer am Horizont, Stimmen der Invasion. Jeder Bürger der Stadt musste zu den Waffen greifen. Ein solcher Horror ist für mich unvorstellbar. So. Ja, unvorstellbar. Ja, gut. In dem Sinne vielleicht. Eifriger Lerner, was kriegen wir denn? Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Was? Sieht aus wie ein was? Oh. Wir werden es nie erfahren. Da liegt auch noch was. Diese Anhöhe. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt. Und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich. Aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinitys Arbeit ist getan. Der höhere Zweck, Stimmen der Invasion. Trinity ist Abgesandter bei den Mongolen. Er wollte immer nur den Propheten finden. Den wir gefunden haben. Nee. Okay, da geht's rein. Ich kann natürlich auch wieder runter. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir durch die Spalte durch. Durch die Gletscherspalte. Einbruch. Finden Sie einen Weg in die verlorene Stadt. In die verlorene Stadt Kitesh. Irgendwas da noch? Nein. Das sieht aus, als ob es da schön runtergeht. Dann wollen wir das mal lustigerweise machen. Es ist schön, wenn man das immer vorher schon weiß, was gleich auf einen zukommt. Hey, ich bin abgesprungen und habe das so gemacht wie damals, wo ich auch runtergefallen bin und wo ich nicht abgesprungen bin. Diesmal bin ich abgesprungen und habe gemacht. Soll ich jetzt diesmal nicht abspringen? Ah, okay. Ja, da war schon mal einer. Der es nicht geschafft hat, wie es aussieht. Die verlorene Stadt. Erhalten Leben und Tod Pack im Marktplatz einlösbar. Das sind immer diese Kartenpacks, die ich bekomme. Ah, Pilze. Oh oh. Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Ja, gut. Noch ein paar Pilze. Ist hier noch was? Oh, sie friert wieder. Ist ja auch arschkalt. Hier ist total eisig. Aber so schön. So schön. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Gefrorene Stadt, gelangen sie durch das erste Tor. Manchmal ist mein Ton hier immer so ein bisschen verzerrt. Ist komisch. Neues Basislager an der Grenze von Kitesh, aber erstmal haben wir das hier noch. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare.
Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Der letzte Mann, einziger Überlebender. Trinitys Abgesandter bei den Mongolen hat den Kampf überlebt. Anscheinend haben sie die Verteidiger hier unterschätzt. Ja, ich habe mir das auch einfacher vorgestellt als mit deren heftigen Panzerung. Das ist schon nicht so ohne, muss ich sagen. So, noch hier was. Dann nehmen wir uns das Basislager mal. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Nee. Wir müssen ja auch überleben. Ich nehme mal Finesse. Verdienen Sie Bonus-Erfahrungspunkte, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Je länger die Ketten, desto höher die Bonus-Multiplikatoren, obwohl ich nicht weiß, ob ich das schaffe. Ja, das wäre natürlich auch gut. Hier Gewehr und Schrotflinte. Nee, dann mache ich lieber mal Gewehr nochmal. Gewehrexperte. Weil das ist gut. Jetzt, wo wir auch noch die anderen haben, da die Kämpfer, die auch noch so eine fette Rüstung tragen, da weiß ich nicht. Ist mir alles sehr, sehr unsicher. Alle 66%. Bis auf unseren Poundbogen. In allen Situationen. Verziert mit Stücken von Bergschaf, ein byzantinischer Bogen, gebleichte Around-Effektivität. Ich finde den ja aber nicht so hübsch, ne? Da finde ich diesen Rekurve schon besser. Nehmen wir den mal. Machen wir den mal besser. Schusshandschuh. Handschuh aus weichem Leder reduziert die Fingerspannung bei einer gespannten Sehne und erhöht die Haltezeit. Das ist gut. Und wir können auch noch mehr machen. Zum Beispiel die Pistole oder hier. Auch nicht schlecht. Laufmantel. Eine Metallhülle schützt ihn an. Ja, ist ja auch. So. Haben wir das auch gemacht. Und wie immer ein neues Outfit. Ich kann es ja nicht lassen. Muss sie ja ständig umziehen. Außerdem ist es schon wieder so kalt hier, ne? Die arme Lara. Soll ja nicht schon wieder so frieren. Komm, das rote. Ist das nicht das rote Outfit? Aber dann fallen wir damit so auf, ne? Hier mit unserem roten. So, wenn hier überall die Feinde sind. Na, ich lasse es mal an. Wir gucken mal. Ideal fürs Bergsteigen hier. Im Moment sind wir ja hier am Rumklettern und Cruisen. Schauen wir mal. Wahnsinn, wir haben die direkt vor uns. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Oh, siehst du, habe ich das falsche Outfit angezogen. Brauche natürlich einen Bogen. Wir haben wieder den anderen jetzt. Wo ist denn das Ding? Ach, da. Sieht natürlich auch keiner, wenn ich das jetzt da auch ranmache. Geht das an beide?
Oh nee, dann geht der immer ab, ne? Wo will ich denn mal hin dann? Ich glaube dann... Lieber so von Dach zu Dach hopsen oder was ist denn wohl besser? Ich meine, von Dach zu Dach ist cool, aber irgendwie, weiß nicht. Wir können halt auch voll viel übersehen. Ich gehe mal hier runter. Oh oh. Wo sind die denn? Da sind Münzen. Oh. Sollst du die Münzen nehmen? Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Aha. Wie denn? Oh. Nimm das auch nochmal mit. Ah. Okay. Wie denn? Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Oh, da ist noch Holz. So, das war die eine. Mhm. Ja, gut. Hier noch ein Nest. Brauchen wir aber nicht. Kann ich hier noch was anderes machen? Ach, da unten. Da patrouillieren einige. Ein Giftpfeil, ja. Aber vielleicht sollten wir uns dann doch erstmal um die Glocken kümmern. Da ist zum Beispiel noch eine. Wenn du schon mal dabei bist. Jawohl. Das ist gut. Dann muss ich hier irgendwie was mitmachen. Hm. Ja. Sehr, sehr spannend hier. Ich muss leider einen Cut machen. Schade, schade. Wir sehen uns im nächsten spannenden Part von Rise of the Tomb Raider, Leute. Und mal gucken, ob wir noch mehr Glocken finden, ob wir bei meinem Glück entdeckt werden oder ja, mal gucken, was wir noch alles hier finden werden auch. Okay, Leute, bis dann.